Sankaleva. This time for Waka Yoshi. Yalla. Ey, muss ich dann nicht wieder runterspringen? Ey, ich verliere 230.000 Seelen, Leute. Das sind 230.000 Runen. Runen und ich muss diese Scheiße hier jetzt nochmal machen. Das DLC ist bis jetzt Bauer, Bro. Das ist geisteskrank. Es fühlt sich an wie ein neues Dark Souls. Nein, nein! 230.000! Nein, diese Scheißkette! Das war ein Level! Das war ein Level, Bro! Nein! Ich hätte zurückgehen sollen und leveln sollen, Mann, wie ich vorhin gesagt habe. Deine Mutter fick ich. Leute, 230.000 waren das. Ja, wieso habe ich jetzt 12 Tode? Ich bin bei 11 Toten. Ich bin bei 11 Toten. Was für 12? Wollen die verarschen? Achso, Peitsche, ja. Leute, könnt ihr bitte das auf 11 Tode runter reduzieren? Was soll das? Könnt ihr bitte auf sowas besser achten? Ich muss trinken. Meine Fresse, ey. Ja, jetzt können wir auch die Schatzkiste abholen dann. Ey, bitte, das Ding, was da drin ist, das muss 230.000 Runen wert sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist so ein Müll, Digga. Nee, komm, scheiß auf euch alle. Ich scheiß auf euch alle jetzt. Das war es halt nicht wert, ne? 230.000.
Level sind doch eh nicht mehr so heftig. Bro, es geht um, es geht darum, dass ich gerne jeden Attribut auf 10 hätte. Und, klar kannst du halt weiter in Kraft oder Ausdauer gehen, ne? Noch ein bisschen mehr. So, wie geht's mal weiter? Ging's denn nochmal hier weiter? Hier. Okay, wo sind wir denn nochmal gestorben? Achso, wegen Dummheit. Aber egal, jetzt können wir von hier aus weitergehen. Hier, ja. Oh nein, ja. Starker Feind voraus, ja. 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 Festung, Nacht. Das Ding gibt uns mehr Stärke und mehr Geschicklichkeit. Aber sieht potthässlich aus. Sieht potthässlich aus. Wallabilla. Wallabilla, sieht richtig potthässlich aus. Hallo Giovanni, moin. Bro, der sieht aus, als wäre das so eine Missgeburt. Auf einmal fickt er mich komplett weg. Aber egal, wir haben jetzt eine neue Talisman gefunden, Leute. Und er macht immer Frostschaden, habt ihr es gesehen? Und das hier, Leid-Talisman, richtig gut. Erhöht die Resistenz gegen das euch zuletzt zugefügte Leiden. Das heißt, mit dem Ding... Ihr versteht, ne? Versteht ihr? Das heißt, wir werden nicht mehr so gegen Frost leiden. Ollum, was ist das für ein Bastard? Hallo Sansibar, moin. Ich nehme diese Skadabum-Fragmente. Ich nehme die Skadabum-Fragmente. Mir egal. Ollum, chill doch, Ollum! Eins, zwei, drei,
Eins. Zwei. Kleine Made! Kleine Ratte, kleiner Dobby, ey! Halbmenschen, Schwertkämpfer, Josh! Sein Göttnis zickt ihm. Das war's! Ich komme hier nicht in diese komische Brunnen rein. Ich komme hier nicht in den Brunnen rein. Ich dachte, ich komme endlich hier raus wieder. Was ist das denn für eine Verarsche? Na gut. Heftige Höhle. Heftige Höhle. Hallo Shepper. Ja Leute, was sagt ihr? Wollen wir die Mechanik spielen einfach ganz normal? Diese Skadabum-Fragmente einfach konsumieren? Moment, ich will mich mal kurz ans Feuer setzen. Für Lifehack. Ja, spiel normal. Okay. Ja klar, spiel so wie es vorgesehen ist. Na gut. Kannst ja bei Status gucken, wie viel Damage du kriegst. Glaube ich. Wie viel Schaden habe ich denn jetzt? Waffe R2 hat 894 und sonst 31. 894 wird zu. Ah, 894 wird zu 839. Und der Rest plus 1. Prozent. War es nicht 94 crazy? Nicht 49? Ja, waren 94. Ah, für Level 2 brauchen wir 2 Skadabum-Fragmente. Für Level 3 brauchen wir auch wieder 2. Für Level 1 haben wir 1 gebraucht. Das ist auch interessant zu wissen. Na, also hier zu hier haben wir 1 gebraucht. Hier zu hier haben wir 2 gebraucht. Und jetzt der nächste braucht wieder 2. Mehr geht auch jetzt nicht.
Das finde ich cool. 1028. Ne, also jetzt könnte ich das nicht nochmal erhöhen. Nicht genug Skalabumfang. Okay, wieder zwei. So, und das hier ist für mein Spektralrost, dass es mehr tanken kann. Und für meine Mimics, also beziehungsweise für meine Aschen, die ich dann beschwöre. Die ich aber nicht nutze. Einer. Wieder einer. Wieder einer. Jetzt zwei. Okay. Aschen war eins. 1, 1, 2, 2 und jetzt 3. Ja. Ja, okay. Okay, cool. Dann wieder zurück. Der Casual-Spielende nicht so Boss. Bin mit Ted Debo Ring durch. Hatte zwar vier Tokens, aber hat aber gereicht nur für zwei Teds. Vier Tokens hattest du? What the fuck? So, ich vermute, Leute, dass hier ein Boss ist im See. Und GZ-Abo-Augen machen. Das ist noch Drache. Mann, ich bin zu spät. Shit. Hunderttausend, wow. Drachenherz. Ah, uralter Drachen. Dschungelspieler. Damit können wir eine Plus-10-Waffe bauen. Eine Plus-10-Boss-Waffe. Ich habe mir schon gedacht, dass das ein Boss ist. Ich habe auch erwartet, dass es ein großer Boss ist.
Ich habe nicht gedacht, dass es ein Drache ist. Gut. Damit sind wir mit der Sackgasse auch durch und wir können hier weitermachen. Ich würde sagen, bevor wir hier geradeaus durchgehen, decken wir einmal komplett die rechte Seite hier ab. Und dann vielleicht noch links. Und dann geradeaus. Oder erst links, dann rechts. Ist mir scheiße. Leute. Leute. Leute, wieso macht ihr das? Wo Martial Arts Waffe? Bruder, ich hab noch keine gefunden, Bro. Bro, ich hab keine gefunden. Ja, Salami. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gefunden. Jetzt wollte ich hier gar nicht reingehen, jetzt bin ich trotzdem hier reingegangen. Zauber, Drachen, Talisman plus 3. Wow. Das war's schon. Ich liebe Talismane. Also wirklich. Talismane, Lieblingsitem. So, das sind so, weißt du, dass du so dann. Ich meine, auch wenn du das dann nicht spielst und auch nicht brauchst und so, aber es ist halt geil, so einfach eine Vielfalt von Talismanen zu haben. Damit kannst du schon so Imagination machen, was du für Bild spielen könntest, so weißt du? Oder so auch gegen, einfach wenn du gegen einen starken Boss kämpfst, dass du dann damit so ein bisschen die Resistenzen holen kannst. Wofür? Wieso? Vision hier von runter. Ja, und dann? Ich bin Basche. Ah, so kommen wir hier hoch. Eigentlich wollte ich hier hoch. Marika Statue ist aktiv. Wieso ist Marika Statue hier aktiv? Wer kommt hier? Ich sehe sowas direkt. Jetzt ist Marika Statue wieder weg. Oh, hell no. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Springen versuchen, deine Mutter versuchen. Wie wär's damit? Weißt du schon, was die Grabsteine da bedeuten? Nee. Nee, keine Ahnung. Die Grabsteine hier meinst du? Nee. Keine Ahnung. Ein Drink. Wäre lustiger, wenn da am Anfang keine wären und bei jedem Tod eins mehr wird. Von den Gräbern, ne? Mhm.
Digga, was ist hier los? Diesen anderen so bis 6 Adam. Backlane, Bengala Jam. Höhle? Keine Höhle. Pyrotechnik. Eigentlich wollte ich nur hier hoch. Komme ich vielleicht von da hoch? Ich glaube nicht. Dungeon. Wo zeigst du, mein Freund? Ach, wieder ein scheiß Strahl. Hä? Da ist noch einer. Hä? Zeig dir, Jungs. Ah, der hat so Ding gezeigt. Kommt hier nur der eine Dungeon, mehr nicht? Ist hier unten nur dieser Dungeon und mehr nicht? Ich meine, aber in dem Dungeon ist immer entweder eine Asche, ein Talisman oder... Das war's. Zeit für dieses wertvolle Objekt. Okay, rein hier. Nebel, Riss, Katakomben. Einmal Arcana und dann machen wir zweimal Geschicklichkeit und dann gucken wir, was wir machen.
das? Ist das eine Sonnenblume? Echsen-Großschwert. Hm. Weiter noch. Hm? Vom RNG geküsst hier. 12 Stärke, 14 Geschicklichkeit. Stampfer, Aufwärtsschritt. Sieht aus wie Leguan am Spieß. Wie damals in Fallout. Lass mal stecken, Bro. Lass mal stecken. Ich bleib bei meiner Mama. Gräberlilie. Na gut. Da geht's. Oh. Warte mal, trifft er den Boden oder nicht? Ey, Digga, der hat sich doch auch gebückt. Wieso hab ich getroffen? Klein Bastarde. Ja, komm her. Dummkopf, du. Wait a minute. Kann ich da rauf? Da musst du hier rauf können, oder? Nee. Ich kann niemals so hoch springen. Aber da oben ist was. Seht ihr das? Da ist eine Öffnung. Da ist ein Balkon. Balkonien. Wie der gute Deutsche sagen würde, ne? Halt deine Fresse, Junge, Digga. Was panzt da rum? Wenn du mich angreifen willst, dann greif mich an. Aber mach nicht so ein Affentheater hier. Schatz raus. Ah! Digga, was ist das bitte für ein Meteorit? Wenn ich da. Was ist das, Digga? Digga, was ist das, Digga? Warte ab, wenn ich meinen Penis immer reinstecke. Digga, was ist das für ein Maul, Alter? Was ist das für eine Blume? Ja, verpiss dich, Alter. Da kann ich reinscheißen in deinem Mund. Oh, diese Dinge habe ich schon immer gehasst. Sag ich euch ehrlich. Was? Oh, dieser Verarscher. Drachenritter. Handbuch. Kann ich nachgucken, was ich damit herstellen könnte? Ja, kann man nachgucken. Spoiler, Fayuki, bitte aus dem Stream entfernen. Mit diesem Wissen könnt ihr folgende Session. Roter Blitzkopf. Ah, roter Blitztopf. Da, der hier. Hallo, ey, Salam. Okay, hier geht's weiter. Ich hab mir schon sowas gedacht, dass es hier rüber geht. Oh. Digga, jetzt sagt man nicht, ich bin. Ach da, da geht's auch noch weiter. Ja, da. Hallo?
verborgener Pfad voraus, Mann, ey, wieso fahr ich? Ich sag ganz ehrlich, diese Ritter, ne? Diese Ritter in Stahl. Oh, 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 oh. Oh, Digga, ich benutze die Scheiße nicht. Diese Ritter in Stahl, ne? Das sind die. Die sind halt sehr anfällig gegen diese gigantischen Waffen. Weil du halt, weil die halt, in, Wucht verfallen. Also, ich gebe denen halt Wucht. Da hinten gab es noch einen Weg. Wo gehen wir jetzt hin? Ist das eigentlich der erste Run oder New Game Plus? Das ist das erste DLC, der erste DLC-Run. Hi Staple, grüß dich. Bist auch schon in dem DLC drin? Geil, 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 Digga, geil. Oh, hier waren wir schon. Ich glaube, hier waren wir schon, oder? Oh, ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken. Da ist halt einer tot. Waren wir hier? Ja. Okay, okay. Hier. Ja, hier waren wir. Ich denke mal, hier geht es zum Boss. Gibt es da unten so einen Geheimpfad? Nein, aber da können wir einmal rüberspringen oder hier. Ja, hier können wir rüberspringen. Achtung. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Malika Status aktiv. Okay. Malika Statue ist aktiv. Oh nein. Ey, was seid ihr für nervige kleine Bastarde? Die haben mich schon im Main Game immer genervt, ehrlich gesagt. Malika, heißt die nicht? Bugün Chok Güzel Olmuşsun. Hallo Yurtseven, selam. Çok sağ ol. Ja, sikerim lan. Siktir git ya. Was ist das hier schon wieder für eine Mechanik, Allah?
Es sieht halt wirklich aus wie ein verborgener Pfad, ne? Aber da muss ich hin. Was? Geh ich da runter? Ich geh da runter gleich. Ich geh da gleich runter. Ich brauch unbedingt diese Schildkröte, Digga. Mit gigantischen Waffen brauchst du dickste Ausdauer. So, Salam alaikum. Was machst du da die ganze Zeit, ne? Was soll das? Hast du keine Angst vor Gott? Wahrscheinlich Mist. Ja, ist halt auch Mist. Okay, wir können da runterspringen und es gibt hier noch den... Noch mehr Echsen-Großschwert, lul. Da gab es noch so ein Grab. Ich will da herein. Da gab es noch so einen Graben. Da rein. Schnell. Nimmst du eine neue Waffe? Ich würde mir sehr, sehr gerne die Martial Arts Waffe angucken und die den Schwinghammer. Das ist so ein Hammer, den du man quasi throwen kann, also werfen. So einen gigantischen Hammer. Elektroladung, glaube. Ja, und diese Martial Arts Faust, Fuß. Faust-Fuß-Kombination. Ich gehe nochmal zurück gleich. Ich will nur wissen, wo ich hier rauskomme. Ich glaube, hier geht's wieder zurück. Die Ping-Pong-Projekte echt Mist? Ja, ja. Stimmt. Gibt ja bestimmt wieder so Crackheads, die das versuchen. Hier waren wir schon. Okay. So kommen wir hier wieder zurück. Aber ich will hier gar nicht zurück. Also, vielleicht. Achso, wir hätten ja noch den Fahrstuhl nach unten nehmen können, stimmt. Na gut. Hätte doch dahin gehen sollen. Scheiße. Okay, dann den Fahrstuhl noch weiter runter. Was kommt denn da auf uns? Was erwartet uns dann da unten?
Normalerweise kommt immer ein Boss am Ende. Aber ich habe nur noch 6 Tränke. Malikas Statue. Es geht los. Starker Feind voraus und dann wahrscheinlich starker Feind. Vorsicht vor Blitz. Blitz. Hätte ich nur dies einen Freund. Ritter voraus. Da parieren versuchen. Ah, nee. Ich hasse Ritter. Diese Schmelzziegelritter, die haben schon immer mein Kryptonit. Blitz hat er gesagt, ne? Dann schießen wir das Ganze doch mit einem, Blitzdrachen-Talisman, aber der ist nur Stufe 2, Stufe 1, plus 1. Nicht enorm, nur. Egal, besser als nichts. Bismillah. Nein! Full life? Wieso ist er full life? Freund haben. Ich habe nur noch einen One-Hit, Alter! Dixon. Na gut. Okay, wenn er mich grabbt, bin ich also macht er mir halben Leben weg und er macht Full Life. Lifesteal. Thank you.
Nein, du grabst mich nicht. Du grabst mich nicht! Hallo, tamam! Nein, du greifst mich nicht. Nein, nein! Er macht sich full life. Nein! Nein, nein! Ja, Digga, dann fick deine Mutter! Wallahi billahi! Ananı sikeyim! Ich hab dich. Ich hab dich. Keine Chance. Keine Chance. Ich hab kein Leben mehr, aber ich hab dich. Du fixst mich niemals. Nein. 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 Du fixst mich niemals. Niemals fixst du mich. So bin ich. Doppel-Echse des Todesritters. Purpur-Bernstein-Medaillon plus 3. Das ist Max HP. Wow. Hier, das ist Max HP, Leute. Da. Bis ans Äußerste. Wow. Guck dir mein Leben an, ne? Guck mal da. Ich bin jetzt ungefähr bei, also so bin ich bei Norden, ne? Guck mal, jetzt bin ich bei Norden. Hier. Guck mal, ich bin jetzt bei... Seht ihr das? Zwei weiter. Zwei, fast zwei Stiche. Das ist heftig. Der war heftig. Hallo, Sudat. Moin. Was für Stats braucht die Waffe? Gerne. Schauen wir uns die an. Wo ist das gelbe Ausrufezeichen? Hä?
Messt mal Soldatenschild. Ach hier. Ich bin rübergegangen. Aussehen. 16er Glaube. Blitzbolzen, Doppelaxt. Aus einer niederen Haltung heraus verwandelt sich der Körper in einen Blitz und stürmt mit rasender Geschwindigkeit geraus. Da stark angeführt einen blitzenden Webel aus. Ja. Mhm. 14, 12, 16. Leute, ich glaube, das ist die Axt von Escanor. So, ich glaube, ich kann hier nicht drüber. Ich glaube, das ist gesperrt. Läuft eigentlich das Instant Gaming Collab, Chef? Weiß ich nicht. Also ich habe noch kein Feedback bekommen. Wahrscheinlich gibt es erst Monatsende oder Anfang nächsten Monats ein Feedback dazu. Ja. Na Leute, also guter Moment. Nutzen wir die Gelegenheit mal. Wenn ihr Elden Ring holen wollt, das DLC, gerne über Instant Gaming. Da könnt ihr den Link von mir benutzen, Ausrufezeichen Gaming. Das supportet ihr mich auch. Es wird für euch günstiger als bei Steam. Ne, ihr zahlt, ich glaube, ihr spart euch 10 Euro. Denkt daran, dass ihr über Schweiz kauft, nicht über Deutschland. Ändert sich nichts. Geht nur um die Mehrwertsteuer. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich am Ende darauf komme. Aber ja. Ich glaube, das war's an der Stelle hier. So, dann würde ich sagen, da unten haben wir diesen Zauberdrachen-Talisman 3 gefunden. Wir gehen jetzt auf die andere Seite und danach gehen wir durch die Mitte zum Burg. Du bist deppert, du bist bestimmt so am Schwitzen. Ja, ja, Bro, es riecht hier auch nach Iltis. Also, unter meinen Armen riecht es halt nach Hölle. Hm? Da hoch hätten wir auch gehen können. Gehen wir erstmal runter. Die Boxen sind da. Macht immer weiter.
Darunter gehen wir auch noch, aber nicht jetzt. Wir gucken uns erstmal das hier an. Was sind das für Katakomben hier? Also, was ist das für ein Dungeon? Dungeon. Okay. Wie heißt der Dungeon? Lava-Zulauf der ruinierten Schmiede. Wir können wieder leveln. Wir können ein letztes Level in Arcana reinstecken. So. Und jetzt zack, zack. Zweimal in Geschicklichkeit. Ich weiß nicht, ich bin am überlegen, ob ich alles auf 15 mache. Dann kann ich so ein bisschen, ne, die Waffen austesten, so free. Ist halt natürlich, das sind natürlich wasted Stats, aber Schaden machen wir sowieso genug. Ja. Bei der Gnade, wenn ich je wieder einen Felden sehe, ich werde ihn finden. Daran besteht kein Zweifel. Der Alter der Schmiede kann nicht weit sein. Okay. Hallo Linton, moin. Machen wir Maske runter. Ja, und jetzt? Gott Respekt, ich würde es nicht 30 Minuten darin aushalten. Ja, manchmal muss man auch über Leichen gehen. Oha, also jetzt ist mir noch ein Stück wärmer geworden, Leute. Also jetzt schwitze ich halt richtig, ne? Ja. Trefft sie an ihrer Schwachstelle. Wen? Hm. Ist das Ohrschloch seine Schwachstelle da? Das ist ein Ohrschloch? Das ist seine Schwachstelle? Hey, nichts wie ungut, Bro. Kannst du mir eine Waffe schmieden, Bro? Bro, kannst du mir eine Waffe schmieden? Bro! Die habe ich hier gar nichts abgezogen. Ah, Schwachstelle jetzt. Ah, Schwachstelle auf dein Poloch, hä? Ah, Habibi, magst du das nicht, wenn ich auf den Arsch rumkloppe? Jo, nochmal hier auf dem Poloch. Backattack. Schmiedestein 4, Schmiedestein 1. Schmiedestein 5. Nö? Elden Ring anbieten. Ah, jetzt verstehe ich's. Ach, wegen Herr der Ringe. Elden Ring anbieten, aber Vorsicht vor Dieb. Das ist die Elden. Herr der Ringe Geschichte. Wisst ihr? Als Frodo am Schicksalsberg drin ist und den Ring reinschmeißen soll. Nein? Wisst ihr? Ja. Banausen. Kulturbanausen seid ihr. Fußwacker, beende es. Beende das Übel. Hab noch nie Elden Ring gespielt. Ja, es geht um Herr der Ringe und nicht Elden Ring. Das ist wieder so ein Popo-Pirat.
Da war eben noch eine Leiter, habe ich gesehen. Poloch! Schmiedestein 6, wow. Gasstein. Ich hab, nachdem ich das Main Game durchgespielt habe, Leute, ne? Also Elden Ring, das Main Game, da habe ich mir so ein paar Sachen angeguckt, so einfach so nice to know Infos noch, ne? Bei diesen nice to know Infos gab es halt voll viele so random Fakten und random Statistiken und Listen und so, keine Ahnung, irgendwie so ne? Fand ich irgendwie voll geil. Die seltenste Waffe, Leute, im Spiel, die man so droppen kann, ist so ein Magma-Schlangenschwert. Das droppst du bei Rickard. Da gibt es wohl zwei Monster, die das droppen können. Und ja, die hätten das droppen können. Und da braucht man so im Durchschnitt 70 Minuten, bis es droppt, wenn man ganz bestimmt farmt. Auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Dein nächstes Grind Goal? Nein, lass mich stecken. Oh. Grind ist ja nichts für Bidiola, ja. Wie heißt denn das Schwert? Das ist ein Schwert, die Klinge ist komplett rot. Von diesen Schlangenmonstern, die kann man hier droppen. Die kann man hier droppen. Bei Rickard, hier oben links. Und zwar hier irgendwo, entweder, ich glaube hier. Hier gab es so zwei oder, ich glaube ein oder zwei solcher komischen Schlangenmonster, Schlangenwächter. Und die haben quasi das gedroppt. Das sind ganz normale Popelmonster, aber es gibt halt nur zwei auf der ganzen Map. Und da musst du halt immer hin und her laufen und die grinden, da musst du dich immer an die Dings hier setzen. An die nächste Gnade. Ja, das ist die Geschichte. Magma-Schwert oder so, ja genau. Schmiedeschiff-Dolch. Ein Dolch, Leute. 5 Stärke, 11 Geschicklichkeit, 11 Weisheit, 11 Glaube. Durchbohren. Wurfklinge. Das ist eine neue Waffe, Leute. Mit Schmiedeschrift gravierte Dolche. Dolch. Das verringerte Gewicht verstärkt die Schmiedeeffekte und ermöglicht der Waffe als Wurfdolch für alle Angriffe zu fungieren. Wird der Dolch geworfen, erscheint er sofort wieder in der Hand der Person, die ihn ausführt, die ihn führt. Musste kurz meine Eier schütteln, Leute. Die waren gerade komplett eingekniffen. Wird der Dolch geworfen, erscheint er sofort wieder in der Hand. Werft die Waffe mit einer mächtigen Drehung, dankt der sie sich durch Feinde bohrt. Mit diesem Talent, die Waffe kann weiter geworfen und auch Feinde durchbohren. Mhm. Thank you.
Geile, also geile Waffe, muss ich sagen. Also, hat was. Vor allem, so brauchst du nicht mehr in Zukunft so einen Bogen, um irgendwie mal irgendwas zu hitten. Sag nicht, ich muss da durch. Bruder, nein, 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 einfach nein. Nee. Nee, komm, leck mir meine Eier, Digga. Aber ganz, ganz hart. Der will, dass ich da rüberlaufe. Wallah, der will, dass ich da durchs Feuer laufe. Der kann mir fett meine Eier lecken. Die Magma-Klinge hast du? Ich hab sie nicht gedroppt. Ich hab auch mal nachgeguckt. Das war so ein rote Klinge. Ich hab die nicht gedroppt. Wo geht's hier hin? Hallo Kokolo. Wacker, was sagst du? Habe das Spiel auf Xbox, aber nicht auf Discord, oder soll ich das komplette noch auf PC holen? Hä? Aber nicht DLC. Ach so. Also ich kann es nur empfehlen, Leute. Ich kann das Spiel nur empfehlen. Elden Ring ist ein geisteskrankes Spiel, Leute. Ich finde, das Spiel ist richtig, richtig gut gemacht. Ja, eines der besten Spiele, die ich so je erlebt habe. Und ich muss sagen, so, wenn man Gamer ist, dann sollte man auf jeden Fall dieses Spiel spielen. Es ist sehr schwierig, ne? Und es ist auch ein guter Zeitfresser. Aber, Digga, du wirst für jeden Scheiß belohnt. Warte mal. Also, es macht auf jeden Fall extrem viel Spaß und ich kann es echt nur weiterempfehlen, Leute. Wirklich. So, die Sache ist, ich denke mal, ich soll einmal durchs Lava laufen und ich denke mal, ich soll aber auch hier rüber laufen. Ne? Die Frage ist, was verbirgt sich hier? Vielleicht können wir ja von hier oben schon entdecken, in welche Richtung es geht dann. Weil im Lava ist man immer verlangsamt. Warte mal, wenn es hier ein Dings gibt, dann können wir erst recht gucken. Also Kokolo, ich kann es nur empfehlen. Ja, habe es auf Xbox, aber ohne DLC. Würde mir das auf PC holen, müsste aber dann alles kaufen. Aber wieso denn? Ich spiele doch auf Xbox weiter. Bro, ich spiele am PC mit Controller. Du wirst am PC so nicht mit Maus dazu spielen. Also wieso willst du doppelt Geld ausgeben? Es sei denn, du willst mich unterstützen, Kokolo, und willst das über meinen Gaming, Instant Gaming Link kaufen. Ne? Da sage ich natürlich Dankeschön, ne? Dann immer ran damit, Jungs. Ne? Aber du kannst auch für Xbox kaufen über meinen Instant Gaming Link und sparst auch dabei Geld. Aber ich persönlich würde einfach da holen, wo du das Main Game schon hast. Ich habe euch sprechen hören über das mit den Spoilern und Mods. Hab das Game nie gespielt oder geschaut, war keiner. Bro, ne, also aufpassen, ne? Also die Mods sind bereit, ne? Die Mods sind hungrig. Und wenn da, ne, also wenn da nur gelöscht wurde, habt ihr Glück, Leute. Aber wenn da, wenn, ne, aber bei, je nachdem, nach Härtegrad kommt auch direkt Timeout. Ein Hammer aus einem Amboss. Ein Amboss-Hammer. Wie groß ist der? Wie groß ist er? Zeig's mir. Wie groß ist er? Es ist eine gigantische Waffe. Oh mein Gott.
Eine gigantische Waffe. Skaliert auf Stärke. 39 Stärke, 10 Geschicklichkeit, 11 Weisheit, 20 Glaube. Einer der Schätze aus den ruinierten Schmieden. Ein imposanter Hammer, dessen Kopf den glühenden, heißen Amboss der Schmiede darstellt. Man sagt, die Form des Ambosses sei von der eines Alters inspiriert und dass er vor langer Zeit tatsächlich in Riten und Ritualen als solcher verwendet wurde. Einzigartiges Talent, Schmiedekunst Speere. Rammt den glühenden Amboss in den Boden, der unzählige Speere in die Höhe schießt. Wenn er herausgezogen wird, die Speere verschwinden augenblicklich. Seid ihr bereit, Leute? Seid ihr bereit? Boah, Digga. Einfach mit so einem Bügel einfach ins Gesicht reingeritschen, Digga. Boom. Boah, Jano, boom. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich glaube, ich muss ihn plussen. Das Einzige, was nervt, ist, dass er halt auch auf Glaube skaliert, wegen seiner scheiß Fähigkeit. Hm? Ah ja. So gut, aber ich wollte einmal gucken, ob es hier unten weitergeht. Nein, hier unten ist nichts. Bei der Gnade, wenn ich je wieder einen Felsen sehe, ich werde ihn finden, dann... Hä? Ach so. Ach so. Wir sind quasi wieder zurück. Ja, okay, cool. Den Effekt kann ich nicht zeigen, weil ich keinen Glaube habe, Schmand. Gönn mal den Skill. Ja, wisst ihr was? Ja, deswegen will ich auch diese anderen Stats hochpushen, Digga. Ich glaube, ich kann es pushen. Warte mal, ich brauche Glaube. 20. Hier. Seid ihr bereit? Guck mal, wie er schon die. Seht ihr das? Wie er die Luft schon erhitzt. Ist schon nett. Der verbraucht nur Ausdauer, wenn man einen Gegner damit trifft. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier runter. Gucken ein bisschen, sagen Salam alaikum, alaikum salam. Und danach gehen wir nochmal von oben hier entlang. Und dann, wenn wir das alles durch haben, gehen wir dann tatsächlich über die Brücke. Wo es eigentlich weitergeht. I guess. I guess. Sehr dunkel hier. Huch, da ist mir das Visier noch glatt ins Gesicht gefallen. Ist das Gift? Ist das Wahnsinn? Scharlachfäulnis? Wieder hier. Was heißt wieder hier? Wo ist denn hier?
Bekommen wir Gift, wenn wir drin rumreiten? Nein. Giftige Moosling. Das ist Gift. Okay. The floor is poison. Wo sind wir hier? Nein! Nein! Jetzt habe ich mich da drin gebadet, Mann! Das ist ein Schwein. Was gibt es hier? Wo sind wir hier? Ich hasse es, wenn der Weg so unübersichtlich wird und ich nicht mehr weiß und ich die Orientierung verliere so ein bisschen. Und dass man halt auch nicht Dings hier machen kann, ne? Auf Karte gucken kann, wenn man Aggro bekommt von Monstern. Das ist auch so nervig, ne? Das ist so ein Tilter. Das ist so ein unnormaler Tilter. Es gibt safe, kann ich mir vorstellen, es gibt safe nur deswegen einen Mod bestimmt. Es gibt safe einen Mod, der quasi das annulliert. Oh. Gehen wir erstmal hier weiter. Digga, wo bin ich hier? Schaut's euch an, ich bin nirgendwo. Gehen wir da hoch als erstes oder zum Häuschen? Erst zum Häuschen. Des Ältesten. Talisman der Furcht. Das sieht aus wie ein Drache, Leute. Das Ding sieht aus wie ein Drache. Guck mal hier. Seht ihr das? Das ist ein Drache. Verstärkt die Wirkung von Magma. Für die Magma-Klinge. Darüber haben wir doch gerade geredet. Bale war der Name des fürchterlichen Drachens. Ein schrecklicher Vorbote der Zerstörung. Dessen Herausforderung an den uralten Drachenfürsten in einer schweren gegenseitigen Verletzung endete. O Bale, Tyrannendrachling, schmerzen eure Wunden noch? Hat euer Zorn seinen Höhepunkt noch nicht erreicht? Beeilt euch und legt alles in Schutt und Asche. Vernichtet die Stolzen, die Eingebildeten, jeden Einzelnen aus diesem arroganten Haufen. Alles für einen Mod, aber ja, hast recht, war sogar einer der ersten Mods. Modder sind halt auch einfach Gamer, die das Game auf ihre Art verbessern und solche cool Quality of Life wird instant reingemoddet. Ja, also ich finde das auch echt heftig, dass diese, dass es da so, keine Ahnung, dass es da so Leute gibt, die sich an sowas ranmachen, ne? Und da, keine Ahnung, den Code so weit ändern, dass man da halt so Features hinzufügen kann, die es so out of game gar nicht gibt so. Hä? Was ist das da? Danke. Ich komm gleich mal.
Steine. Schlüssel suchen. Ost suchen. Erstens so. Ost. Im Osten suchen. Warte mal, das war doch so ein Rätsel. Sucht die Steine und wirft sie um, um das Siegel freizuschalten. Die Steine. Welche? Wo sind die Steine? Irgendwo wurde eine Gasse entsiegelt. Ah! Ah! Jetzt haben wir das. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ja, jetzt. Alle hopp! Bro, ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin, ne? Also. Das ist auch geisteskrank, Digga. Wie viel? Content hier auf uns wartet. Ich will nur eine Gnade erreichen und dann wieder zurück. Ich will einfach das Schloss fertig machen. Alle, hopp. Hm. Festung des Tadels. Kanax, gut, dass du sagst. Warte. Command, add. Was hast du bei der Festung schon alles getötet? Hab gerade nicht aufgepasst. Ich habe bei der Festung noch gar nichts getötet. Ich will aber ehrlich gesagt auch wieder zurück. Ich will erstmal hier hin. Also ich will erstmal. Also beziehungsweise ich will erstmal oben. Also ich bin jetzt einfach hier hingegangen schon mal, weil ich den Weg nach unten gefolgt bin, aber ich will jetzt nochmal zurück. Ich will alle Wege abklappern und wissen, ne, und sobald ich eine Gnade entdeckt habe, weiß ich, okay, da kann ich dann später, zu einem späteren Zeitpunkt weitermachen, ohne dass ich da wieder hinlaufen muss. Kanax, siehst du noch mal? Siehst du jetzt noch mal den Command? So, jetzt konnte ich hier auch noch oben entlang laufen und ich bin aber unten entlang gelaufen. Wo waren das mal? Hier. Wir sind runtergelaufen. Es geht aber auch nach oben. Flinker Speer, Leute. Oh, den will ich austesten. Was macht der? Ach, soll ich den Feuergolem noch irgendwie versuchen?
Nervt mich schon ein bisschen, dass er noch lebt. Flinker Speer. Hier. 10 Stärke, 26 Geschicklichkeit. Ein extrem leichter Metallspeer, der von seiner fortgeschrittenen Gusstechnik profitiert. Bastardhund. Kann schnell aufeinanderfolgende Angriffe ausführen. Geht es runter. Waren wir da unten schon? Ich glaube, das ist... Ah, ja, hier waren wir unten. Aber gibt es dann was von hier oben? Was wir von hier oben nur erreichen können? Wir können ja gleich wieder mit dem Teleporter hochgehen. Der Gnade. Ja, hier ist was. Das ist egal. Hier? Die Blume kommt mir bekannt vor. Nicht, wir waren hier nicht. Bro, wo zur Hölle sind wir? Wisst ihr, was mich immer so bei dieser ganzen Sache interessiert? Ne? Wer hat das alles verpasst? Und wer hat das alles gefunden? Weil, also weißt du, es gibt ja Spieler, die spielen einfach so straight durch. Gnade voraus. Digga, nein, hör auf. Nicht schon wieder eine Gnade. Ich würde sagen, schwindelig. Bei so vielen Wegen. Was ist das? Verehrte Geisterasche. Hallo Kasen, moin. Essen ist jetzt drin. Jetzt gibt's Schnaps. Bro. Ich bin maximal verwirrt. Also, wo sind wir nochmal jetzt lang gegangen? Wir sind hier oben entlang gegangen und haben dann irgendwie eine Klippe gefunden, wo wir runtergesprungen sind. Aber da gab es noch einen anderen Weg. Ich würde mal sagen, dadurch, dass wir
dadurch, dass wir hier in die Richtung gucken, gehen wir diesen Weg mal runter. Ach so, das ist hier der Wasserfall. Mit der Krabbe da hinten, glaube ich. Wir sind gerade ganz, ganz unten. Es geht noch weiter runter. What the fuck, Bro? Bro, like, what the fuck, Bro? Bro, like... Oh mein Gott. Ach, dann auch noch für so einen Much. Was kann er machen? Schwerer Steinkopf, wow. Scheiß mal auf die Fliegen. Ja, wo führt uns das alles hin? Schmiedestein 8, Schmiedestein 6. Kein Objekt, kein Objekt. Da oben gab es noch einen Weg nach rechts. Ach, keine Ahnung, Mann, wo. Ich bin komplett durcheinander. Diese ganzen Vergabelungen, ne? Bringen einen auch extrem durcheinander. Rundstein. Mit der Dusche. Man hat mir eins gesagt, ein Sarg könne seinen Passagier auf eine sanfte Reise führen. In San Trinas, seidigen tiefvioletten Garten. Oh, in einem solchen Paradies zu schlummern. San Trinas. Davon gibt es auch ein Schwert.
Hallo, Polunda. Moin. Bockt sehr, ja. Fühlt sich an wie ein ganz neues Elden Ring, Bro. Ist einfach so komplett alles neu. Alles entdecken. Es macht derbe Spaß. Entdecker kommt voll raus. Gibt viele versteckte Wege. Achso. Oh ja, ich komm. Ich komm jetzt, warte. Oder, oh ja. Die Leute. Das Nervige ist halt mit dem Kopfhörer immer, die da so rein zu friggeln, weil die so übers Ohr gehen. Ja, perfekt. Oh Leute, was sagt ihr? So eine kurze Shisha bauen? Da würde ich mich schon sehen, oder? So nebenbei als Ritter eine Shisha zu rauchen. Ich bin kurz pissen und mach das. Ja, ich mache mir etwas später eine Shisha, Leute. Ich will erstmal nochmal den nächsten Boss hier mal klatschen. Hab mich jetzt spontan umentschieden. Ich dachte so, wenn ich schon aufstehe und diese scheiß Kopfhörer, die sind halt, also die Kopfhörer sind schon geil, aber in diesem Kettengewand gehen die halt ganz schwer übers Ohr, wisst ihr? Da muss man sie so rüberfriggeln.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon so viele Bosse sehen aus dem Trailer und so früh. Dieser komische tanzende Drachenhund. Dieser Feuergolem, wobei den Feuergolem muss ich noch töten. Aber ja. Okay. Wo führt dieser Weg hin? Kann ich diesen werfenden Dolch benutzen jetzt? Ja. Gönn dir. Dankeschön. Salam. Klangperle des Pilzhändlers. Oh, eine Klangperle ist das. Und da unten ist schon wieder ein Feuergolem. Bro, ich war vorhin hier. Aber ich war oben. Scheinbar bin ich jetzt unten. Ich würde gerne den Feuergolem töten, glaube ich, Leute. Aber keine Ahnung, gegen was der immun schwach ist. Gegen was der sensibel ist. Ich weiß es nicht. Handbuch der Sammlerblut. Da unten sind Wurzeln. Ist das ein Drache? Das sind die Krallen. Und das sind Flügel. Blitz, was ist das, Digga?
Dritte Parfümflaschen habe ich gezogen. Was ist das? Digga, ist das das Reh? They see me rolling. They hating. Komm her! Der will mich doch verarschen. Ben senin ananı sikeceğim daha, sen gel gel. Ben senin ananı sikeceğim, gel gel. Gel gel. Komm noch einmal. Was hat sich gerade selber gekillt? Was droppt er mir? Droppt er mir was Heftiges? Das wäre witzig. Wallah, ich würde es feiern. Ah, mein Gott. Ich bin so schlecht. Komm ran zu mir. Komm ran. Ja. Ja. Aber. Wow, Scheibe Fleisch. Komm. Scheiß drauf. Da ist ein Feuergolem. Wollen wir mal einen versuchen zu besiegen? Ich meine, das wird sehr lange dauern, aber. Der könnte was Heftiges geben. Oh, da ist ein Dungeon, glaube ich. Ja, da ist, glaube ich, ein Dungeon. Oder eine Höhle. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es so eine Zone, wo ich mein Pferd verliere. Never mind. Digga, what the fuck, bro? Himmelblaues Ufer. Digga, das ist, glaube ich, das schönste Gebiet, das ich je gesehen habe. Wow. Das ist wirklich das schönste Gebiet, das ich je gesehen habe. Das sieht wirklich sehr schön aus. Merken wir uns. Merken wir uns. Hallo Martin, salam. Ist der nicht heiß? Debbe. Debbe Crimson. Ich werde mir auch gleich hier noch eine Shisha dazu packen. Und dann geht's hier los. Dann werden wir schön uns grillen von unten. Hallo Black Boss, moin. Wieso gehst du nicht rein? Das ist die Taktik, die ich meinte. Wir sind in der Zone, die außerhalb ist, außerhalb der Karte. Und das heißt, da werde ich jetzt noch nicht hin müssen. Und ich will erstmal die ganzen Gebiete drumherum abklappern. Und mir so im Kopf klar machen, wo ich als nächstes muss, wenn ich, weißt du, hier durch bin. Schieße mit Eischlauch. Ich hätte einen Eischlauch. Shishi mit Eisschlauch, ja Mann, ja. Aber erstmal essen. Essen gleich fertig. Ja, ich hab Hunger. Wunderbar, der Buszikler. Buszikler, ja.
Guck mal, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Es ist geisteskrank, Digga. Es sind so viele Wege. Bro, keine Ahnung. Bro, was ist das, ey? Du zahlst 40 Euro, 30 Euro bei Instant Gaming über meinen Link, Ausrufezeichen Gaming. Bale. Abscheulicher Bale. Oh, wandelndes Grauen. Noch ist mein Leben nicht erloschen. Schon bald werde ich mich laben an eurem Herzen. Hört meinen Schwur, bald werde ich euch wahre Furcht lehren. Uah. Oh, der Schmerz. Der köstliche Schmerz. Ja, noch einmal. Macht dann. Na ja, gut. Ach, ist das der gleiche Feuergolem? Ich dachte, ach so, das ist der gleiche Feuergolem. Ich dachte, das wäre ein zweiter. Hm. Mhm. Jetzt sind wir auf der Klippe, ich verstehe. Hier ist was. Invasion durch uralter Drachenmensch. Wo ist er? Schwacher Feind voraus, ja. Ja. Haben die gerade rot geleuchtet? Warte mal, kann ich die angreifen? Die leechen meine Ausdauer. Lul. I am sorry. I repent. Man halt deine Fresse jetzt. Es gibt so viele Wege, Bro. Es gibt
so viele Wege. Ich komme nicht drauf klar. Ich komme nicht drauf klar. Ich bin overwhelmed von dem Spiel. Hallo Kurdu Salam. So, das Ding ist. Der ist nicht zu stark. Der ist nicht zu stark. Ich hab gerade so scheiße gespielt. Bro, what the fuck, Bro? Was ist das für ein Gegner, Bro? Ich bin One-Shot gewesen von der Attacke. Please. Don't. I am sorry. I repent. Come no closer. Bro, what the fuck? Ich bin hier am Grinden, Bro. Immer wieder diesen Vogel, jedes Mal. Wieso ist denn der so geisteskrank stark? Bro, what the fuck, Digga? Was geht hier ab in diesem DLC, Bro? Was krieg ich jetzt dafür? Nichts. Ein Hauch von Tüll. Wohl eher für den Müll. Drachengrube. Bro, jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt das nächste. Geisteskrank. Geisteskrank. Bro, es sind so viele Wege. Es sind so viele verschiedene Wege, wo man hingehen kann. Ja, ich muss das. Menschenknochensplitter, die beleben sich immer wieder. Es geht da längs oder da längs. Chat, wo gehen wir als erstes? Durch diese Höhle oder durch diesen Weg? Da sind so Feuerohren. Ich glaube, hier geht es weiter, aber ich glaube, das ist so ein Zeitweg, aber ich weiß nicht. Höhle. Also hier. Okay. Höhle. Oh. Jungs, ich. Rinda, Peitscho, ich glaube, The Black Boss und Longhair haben gespoilert. Hier.
Da ist eine Urne voller Blut, Leute. Wacker, nehmen es gegen der Endboss in Dark Souls 3? Ich weiß es nicht mehr. Das war, glaube ich, ein optionaler Boss, Nameless King, der da auf seinem Drachen sitzt. Aber das war der schwerste, glaube ich. Da gab es noch diesen Höhleneingang. War das, kommt man hier dann wieder raus? Kleiner Bastard. Ich meine, gar keinen Schaden. Like, what the fuck, ich mach dem gar keinen Schaden. Und der rastet gleich richtig auf zwei Beinen. So overpowered, ne?
So, weg mit dir. Drachenherz, uralter Drachenspielstein. Geil. Wichtig und richtig. Mir schien so, als hätte es hier nochmal Loot gegeben, eigentlich. Irgendwo. Bibikan? Da, hab ich doch gesagt. Oh. Ah, hier sind wir. Okay. Und Kudelby hat schon mal krass Schweres gehabt, ja, den tanzenden Drachenhund. Seid mutig, zeigt keine Furcht. Noch ein Boss? Halt's Maul. Danke, junge Holdemaid. Dieses köstliche Essen. Lass dich chillen im Bett, guck mal, fett eingepennt. Oh, geil. So, Leute, jetzt. Was stand da eben nochmal? Seid mutig, zeigt keine Furcht. Springen? Meint ihr wirklich? Ich springe. Ich springe, Leute! Ich springe! Oh, da ist Loot. Wir essen das mal. Sir Lord von Yashi vermag erstmal zu essen. Wenn du willst, nimm den Smart. Wenn du willst, kannst du den Smart nehmen. Ich höre dich nicht. Ich bin in meinem Marathon Elden Ring Stream. Bitte nerv mich nicht. Hallo Wicked, moin. Danke Jungs. Danke fürs guten Appetit wünschen. Wie findet ihr es so bis jetzt? Und bis jetzt 17 Tode. Ist okay, ne? Hm.
Mein Fürst, euer Diener meldet sich zurück aus dem Lürk. Guten, Dankeschön. Ich hoffe, der Diener hat seine Arbeit vollrichtet für heute, sodass er sich ein bisschen Unterhaltung im Thronsaal gönnen darf. Die Hofnarren Peitscher und Sünderoladen sind schon zu Diensten. Rinderrouladen kriege gönnt 5 Euro. Da Gisela den Smart nimmt, hier schon mal die ersten 5 für die neue Felge. Danke, Rinder, für die 5 Euro Donation. Hallo Lokja, hallo Shindokt. Weiß nicht, Shindokt. Ich finde mehr Optionen, die man beeinflussen kann, damit man dich zu einem Shot bringt, besser. Ich muss auch sagen, bis jetzt floss sehr wenig Alkohol. Was könnte man dann da machen? Habt ihr Vorschläge? Ich kann halt nichts dafür, dass ich so ein guter Spieler bin. Ja, Spider. Kenn ich. Hallo, so geht's, moin. Für 5 verschenkte Abos direkt einen Shot. Du kannst es ja mal versuchen, Wicked Games, Wicked Memory. Dann sehen wir, was passiert. Peitsch 0 ergönnt 5 Euro. Hier nimm lieber nochmal 5 Euro. Danke, Peitscher, für die 5 Euro Donation. Arda Güler macht sie kaputt. Zugezogen. Spielt Ronaldo eigentlich in Portugal? Warum habe ich eigentlich für heute überhaupt saufen zugesagt? Ich will mich einsperren und DLC suchten. Boah, geil. Geil.
Warum nicht? Saufen und dabei DLC zocken. Ah, danke, Rudo. Geil. Wirklich geil. Nein, Peitscho. Okay. Hallo, Skip, moin. Ich bin in der Erweiterung. Das ist Tipp. Und grüße zurück zur Schweiz. Ich bin schon im DLC drin. Ja, auch schon überlegt, aber läuft ja nicht weg. Morgen und Sonntag werde ich mich dann einsperren und mit Wacker Marathon machen. Einfach 30 Stunden oder so werde ich am Wochenende doch zocken. Gönnt ihr Olum, gönnt ihr. Wicked Memory. Gönnt ihr Olum, gönnt ihr doch. Vielen Dank für die 5 Subgifts, Wicked Memory. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Sehr großzügig. Auf dieses leckere Essen, auf dieses leckere Mahl. Dürstet es mich nach einem kleinen Absacker. Hallo Exhibition, moin. Skoll, Leute. Skoll. Auf euch. Vielen Dank, Wicked Memory. Kuss. Nein, nicht der schon wieder. Er sinkt auch! Gönnt ihr Olum, gönnt ihr. Gönnt ihr Olum, gönnt ihr doch!
Digga! Jäger Großkatana? What the fuck? Ein Großkatana? Also, meine lieben Damen und Herren, ein normales Katana sieht so aus. Das ist ein normales Katana. Und das ist das neue Katana. Tschüss. Getsu, vielen Dank für den Resub. Vielen, vielen Dank für den Support. Moin zu Getsu, vielen Dank. Fast wie eine Blackstar, ja, stimmt. Die hat was von der Blackstar, ne? Drachenkatana Großschwert. Die Waffe sieht echt cool aus, muss ich sagen, Leute. Seht ihr auch diese ganzen kleinen Drachenzacken in dem Schwert drin? Die sieht halt übertrieben cool aus. Schon zwei Waffen gefunden, die mir echt zusprechen. Einmal dieses Drachen-Katana-Großschwert und einmal der Bügeleisen. Das Bügeleisen, der hier. Das Ding sieht halt auch übertrieben nice aus. Oh, ich bin fast rausgegangen. Unerwartete Gnade, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wo kommen wir hier raus? Fuß des Klingengipfels. Ja, das ist wieder, ne, außerhalb. Einer Weg, zweiter Weg, dritter Weg. Das ist mir wieder zu weit außerhalb. Ne, ne, komm. Ist okay. Kannst du mich auch bügeln? Gerne doch. Hallo Mandy, BB. Wie war Uni? Okay. Boah, halt die Fresse, Bro. Wir sind da hinten jetzt durchgelaufen. Ich wollte jetzt mal kurz hier rechts rüber gucken, was hier so ansteht.
Wir haben schon. Dann gehen wir jetzt einmal rauf, ruf, hier rechts rauf. Ace, also als erstes, seid mit T bitte. Ne, da bin ich absolut strikt, immer. Zweitens, nein, gibt keinen Trick. Einfach früher ran und warten. Man kann legit nichts machen. War immer so wunderschön, ja. True. In der Tat, ist richtig schön. Na, das ist ein Grabstein, oder? Ja. Geistergrabstein. Das ist, glaube ich, die Endstation. Also weiter. Von hier geht's nicht. Säule der Unterdrückung. Absolute Mitte der Zwischenlands. Hier standen alle Arten von Tod, um verdrängt zu werden. Monument. Etwas Legendäres. Was mag das wohl sein? Ein Drachenspiegelstein. Wow, 4 plus 25. Nun gut. Wir haben das hier gefunden. Wir haben das hier gefunden. Wir haben das hier gefunden.
Bevor wir jetzt hier reingehen, gibt es noch eine Stelle, die ich noch nicht untersucht habe. Ich kann mich nur vage dran erinnern, aber da gab es eine Gabelung. Es gab eine Gabelung. Junge holde Maid, mögen Sie mal bitte die Shisha-Kohle auf den Herd platzieren? Bitte? Ich danke. Ich bin Ihnen zutiefst zu Dank verpflichtet. Wo bleiben die krassen Bosse? Ich werde gleich mein Glück noch voraus... Also einmal will ich die Gabelung nochmal untersuchen. Und danach gehen wir... den Feuergolem machen. Und dann gehen wir wirklich hier in diese Festung rein. Hallo Basti. Basti, ich habe einen Riesenpott gefunden. Willst du mal sehen? Guck mal hier. Hier. So, wie bin ich denn vorhin nochmal dahin gekommen, wo ich mein... Ich war hier noch nicht. Hier lasse ich einen Teil des Fleisches meines Körpers zurück. Das ist der dritte. Der dritte, den wir gefunden haben. Und das, wer bist du? Oh, hallo. Seid ihr der Befleckte? Herrin Leda sprach von euch. Noch ein Befleckter, der Mikila, der Gütige, hierher geführt hat. Ich heiße Tiolia. Auch ich bin ein Befleckter. Und auch ich bin wegen des gütigen Mikila hier. Tja, also. Auf einen neuen Anfang, schätze ich. Nee, so leicht kommst du nicht davon. Gib mir deinen Schatz. Es tut mir leid. Aber tja, ich bin leider nichts wirklich gut. Ich bin schwach wie ein Kätzchen und dumm wie zwei Bündel Stroh. Rinder, wie redet er über dich? Ich war schon immer so seit dem Tag meiner Geburt. Das Einzige, womit ich mich wirklich gut auskenne, ist Gift. Rinder, das bist du, Bro. Tut mir leid. Platzierst halt auch immer Bomben. Guck mal hier. Das ist ein Shop voller Gift. Giftstein, Giftsteinklumpen, Giftfett, Giftfett mit Kordel. Kordel, wir reden über dich. Sag einfach Bescheid, wenn ihr Gift braucht. Ja. Was kostet jetzt so ein Dingstein, Leute? Ja, 1000 nur. Das ist sick, der Digga, da behalte ich das lieber. Ich hab noch was. Ich hab noch eine Gabelung. Da, ich weiß wieder wo. Da hieß es, versucht links zuerst und ich bin dann links und dann bin ich komplett runtergesprungen. Aber rechts gab es auch was. Hier. Danke. Hier glaube ich. Ja, ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Hier unten stand auf dem Boden, versucht links zuerst, dann bin ich links gegangen und dann war ich einfach komplett lost. Und rechts war dann halt komplett vergessen. Aber Leute, ihr wisst ja. Oh, rechts ist auch wichtig, ne? Achso, nee.
hier bin ich. Ja, genau. Hier hinter der Blume durch und dann hieß es dort links zuerst und rüber. Hier sind wir, okay. Hinter der Blume. Wir müssen hinter die Blume. Dann haben wir alles. Nein, mein Controller ist leer. Nein, nein, ich hasse das. Leute, ab jetzt, wenn ich wackel, der Controller hat ein bisschen Wackelkontakt. Ja, ich wollte zum DLC das eigentlich fixen, aber... ja, wir lassen ihn ein bisschen... ganz vorsichtig. Ja, wasch, ja, wasch. Okay. So. War das hier? Über gleich die Gnade. Über die Gnade, ja. Die hat dich schon entdeckt, ja. Und jetzt hier. Hier stand zuerst links versuchen. Dann sind wir links drum runtergelaufen. Aber rechts geht ja auch weiter. Hier. Und das wollte ich einmal untersuchen, genau. Wisst noch, hier sind wir vorhin runtergesprungen. Diesen ganzen Pfad haben da diesen Topf an der Decke runtergeschossen und haben den Loot aufgehoben. Und hier, genau, da sind wir auch hier rübergesprungen. Und er hatte gesagt, links versuchen. Irgendwie so ein Text auf dem Boden. So eine Nachricht auf dem Boden. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit rechts. Rechts, meine Kamerad. Schaut euch das an. Ein ganzes Gebiet. Ein ganzes Gebiet, Leute, nochmal. Ja? Ja? Nein! Nein! Was gibt er mir denn? Der hat mir normalerweise immer so eine Saatgut gegeben. Ey, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Nein. Hier geblieben. Trink. Spring. Angriff. Trink. Spring. Angriff. Und. Dodge.
Dodge. Oh mein Gott. Nein, gedodged. Fuck right in the pussy. Was gibt er mir jetzt? Der gibt nur mal Saatgut. Gehörntes Kind. Braucht FP, um rachgöse Geister, um den Wirker zu beschwören. Wo ist das? Ich hab die Dinger nie verstanden, Bro. Die Dinger habe ich auch nie verstanden. Was macht der jetzt? Und jetzt? Ah! Der greift die dann an. Mhm. Verstehe. Der war gut tanky, ne? Der war gut tanky. Adanızın amınıza sokacağım ben bunu. Und ich habe mich entschieden, Leute. Ich will Bügeleisen maxen. Ich will Bügeleisen-Action haben ein bisschen. Ich will gucken, auf welches Scaling er kommt. Aber für Bügeleisen brauche ich halt 20 Glaube. Zumindest wenn ich die aktive L2 benutzen möchte. Ich sag ja, es ist geisteskrank, dass das alles noch. Guck mal, das alles hätte ich verpasst. Aber Bro, ich habe ein fotografisches Gedächtnis, weißt du? Ich hab mir das gemerkt, dass es hier diesen Weg noch gibt. Guck mal, wir gehen quasi, wir sind von hier unten komplett jetzt nach rechts. Wir waren vorhin hier links gegangen, jetzt gehen wir komplett nach rechts. Was? Was ist da schon wieder auf dem Boden? Geisteskrank. Höhle an der Fluss. Wie bin ich hier reingekommen? Also jetzt spoilere ich euch. Aber wenn ihr das wollt, ist mir egal, ne? Also ich bin hier reingekommen durch den Weg hier von der Brücke. Hoch. Und dann bis hierhin. Und dann gab es bis hier oder hier. Und dann gab es ja da, wo du runterspringen kannst. Dann kannst du hier runter. Und dann gehst du hinter der. Da ist irgendwo eine Blume. Hinter der Blume ist so ein Loch. Da gehst du dann, glaube ich, hier so runter, durch. Und dann bist du irgendwie hier auf der Seite. Und dann statt dass du nach links gehst, gehst du nach rechts hoch. Und dann bist du so. Und bevor wir die Höhle uns hier entdecken. Gucken wir uns einmal ganz kurz hier an, ob das alles eine Sackgasse ist. Weil es sieht für mich nach einer Sackgasse aus, deswegen die Höhle wird wahrscheinlich das letzte sein, was es hier unten gibt.
Das hier ist schon mal eine Sackgasse auf die Richtung. Jetzt ist die Frage noch, was da hinten ist. Wobei da natürlich ein Weg angezeigt wird. Na, seht ihr das? So ein kleiner Weg. Hier. Das ist die Klappe, die wir vorhin da ganz oben gesehen haben. Ich würde ihn das so hassen. Boah! Nein! 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 Hört auf, Jungs! Bro, der ist so dünn wie... Ich krieg ihn nicht getroffen. Hallo. Oh mein Gott, bitte, bitte, lass mich dich treffen, bitte! Oh mein Gott, bitte lass mich dich treffen! unkontrollierbar wie mein Yaro. Die Schildkröte ist so alt, der hat einfach Moos auf dem Rücken, Digga. Nein! Oh mein Gott! Diesen Talisman benutze ich in Stufe 1, jetzt habe ich ihn in Stufe 2. Hier. Beschleunigt die Ausdauerregeneration. Erhöht die Ausdauerregeneration deutlich. Boah, ich verneige mich. Vielen Dank, Schildkröte. Möge die Macht mit euch sein. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Shisha zu machen, Leute.